Aber der Ronk ist eben auch raus und war noch im Flugzeug und ist dann weitergeflogen. Naja, ich sag ja nicht, dass das immer so ist, aber ich habe das schon oft gesehen. Sowohl in einem Let's Play als auch hier dem Schmied ist das doch erst passiert. Ja. Dancing, dancing. Ah, oh, wie geil, dass es hier Hubschrauber gibt. Ohne Witz. Zu Fuß würde ich sterben. Das Ding ist nur, wenn wir immer mal wirklich Stress haben wollten mit irgendwem auf dem Server, ist es denkbar doof, mit Helis rumzufliegen, weil die erstens ziemlich gut angreifbar sind. Wenn man sieht sie und hört sie aus und man sieht und hört sie eben von ganz weit. Deshalb ist es eigentlich besser, wenn man sich auch mal, wenn wir einen Fuhrpark haben. Aber wir können ja einen Ural als Truppentransporter nehmen, das ist ja nicht der Film. Ja. Ein Ural, da passen auch 6 Leute rein, glaube ich. Da hinten können voll viele einsteigen. Ja, bin ich mal gespannt, was die anderen gleich zu unseren 2 Vorschlägen für die neue Basis sagen. Also ich wüsste jetzt aber auch noch nicht mal wirklich, welche ich besser finde. Ich finde den am See besser, weil da eine Straße hinführt. Wenn du dann mal einen neuen Ural hinfährst oder ja, so. Ja, eben, da hast du recht. Du musst halt nur um den See rumfahren dann. Ja. Aber die andere Stelle war halt schon besser versteckt irgendwie, ne? Also wenn man da hinter den Berg nimmt, dann... Ich weiß es nicht. Das ist halt der Berg halt. Der uns halt schützt. Ja. Am See ist es halt nicht so. Da, wenn da jemand lang fliegt, der sieht dich sofort. Das werde ich halt mal gucken. Am coolsten wäre echt irgendwo, wo so Bauernhäuser stehen, wo man nicht looten kann. Ja, also ja, alles genau. In eine Halle reinfahren. Ja. Aber gibt's den nicht. Ach, krass, ist das nicht der See? Ja, ja, das ist der See, aber wir würden ja hinter dem Berg hier quasi chillen. Ja. Deshalb ist das echt wirklich nicht so doof. Und über den Staudamm kann man, glaube ich, drüber fahren, oder? Check das mal kurz ab. Ja, kann man. Ja, flieg mal über den See. Sieht so aus, ne? Ja. Warte mal, lande mal hier irgendwo. Lande mal hier irgendwo. Von mir ist auch da drüben. Ich will da mal rüberlaufen. Versuch nicht auf dem Staudamm zu landen. Nee, ich kann einfach nicht. Ja, lande einfach hier. Baum? Bin ich in dem drin? Nee, passt. Passt. Jetzt. Leute, ich hasse das an Bäumen in der Nähe. Bist du sicher, dass es passt? Ja. Ah ja. Okay. Bis gleich. Ja, da kann man drüber laufen. Was geht denn da mit dem Haus dahin? Flieg mal gerade hin. Ja, ja, ich komme auch dahin. Dann holst du mich einfach da ab. Ich check mal ab und mal rein. Ja, da sind halt auch Zombies, ne? Ja? Ich glaube schon. Ich meine, ich hätte sogar schon jemanden gesehen. Ja, da ist einer. Schon schreien. Ich schlüpfe mal schnell rein. Und fliege. Oh ja, das schon. Kann man hier nicht looten? Nee, ich wollte ja jetzt nicht reingehen. Das können wir ja immer noch machen. Ja. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass man über den Stauder dann drüber fahren kann. Ja. Halt nur die Frage, ob da der fette Ural drüber passt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, auf jeden Fall. Aber du musst da eigentlich genau hinbauen. Muss man halt langsam drüber fahren, ne?
Nee, das sind zwei Fahrspuren, der Ural passt sogar noch in eine. Nicht, ey, glaub mir, das ist nicht so viel Platz. Da passt der Heli gerade mal drauf. Nee, ich hab da ja schon den Meditor gebaut, da ist schon viel Platz, da passt nur ein Panzer drum. Ja? Ja, das geht schon. Hier, das ist jetzt der Little Bird von den Einsatztruppen vom KSK oder vom SWAT. Den wir fahren, ja. Dann setzen die dann außen dran. Naja, und lassen sich dann da runter oder so. Ne? Ja, oder das Ding schwebt halt dann Meter über dem Dach und dann springen die einfach runter. Ja. Hat auch keine Bewaffnung. Genau, und da wo jetzt diese Trittflächen sind, da hat er normalerweise diese zwei, wie heißt es? Hellfire-Raketen. Ja. Zwei Miniguns, Gatling-Guns. Wo sind unsere Ruhmader? Direkt down. So, ich check mal die Urals direkt nach den Scheiben ab. So, hier ist schon mal kein. Empty Jerry Can ist ja schon mal eine drin. Guck mal, ob da das Windscreen Glas drin ist. Nee. Hier ist auch nicht drin. Dann hat der Raum uns das geklaut. Die zweite Jerrycan, wir hatten noch eine 20 Liter Jerrycan, wir hatten eben noch zwei 20 Liter Jerrycans. Oh ne, haben die uns jetzt eine, oh, da ist noch, ne, hä? Ist das Car Wheel? Kitty was killed, ja. Kitty spielen ja auch keinen. Hier ist einer, hier sind zwei Stück drin, Peter. 220? Ja. Oh, Glück gehabt. Ja, ich hab noch eine leere 20, Jerry. Einen leeren Ural. Ja, aber eine reicht um den. Oder nee, stimmt, Heli braucht man ja länger. Ja. Warte, ich muss mir kurz meinen Rucksack aufmachen. Und. Kann man auch vom Rucksack aus auffüllen? Ja, ne? Warte mal gerade kurz, bitte. Eins, zwei, so. Dann noch eine Sache zu fressen. In meinen Rucksack. So, Close Bag. Dann nehme ich das alles aus meinem Rucksack raus. So. Ja, jetzt müssten die eigentlich reinpassen. Wenn, egal, ob die zwei oder drei Plätze brauchen. Hier ist ein Fuel Tank. Die Jerrycans brauchen übrigens, die 20 Liter brauchen übrigens doch drei Plätze, nicht zwei, ne? Ja. Hast du eine Toolbox? Ich habe eine drin. Ja, ich habe eine drin. Du auch? Nee, ich guck grad, ob ich hier eine irgendwo finde. Guck mal, ob eine da drin ist, dann nimm die hier. Fliegen wir mit dem kleinen Heli, ne? Ja. Wo fliegen wir denn hin? Zum großen Airfield? Ne, zum kleinen. Zum kleinen. Erstmal auftanken und dann fliegen wir rüber. Checken wir deinen Tower auch noch ab, ne? Ja. Ist da noch was Cooles? Ja, genau. Aber wollen wir nicht noch vorher in Tscherno an der Lagerhalle kurz landen und gucken, ob da ein Windscreen Glass drin ist? Können wir machen. Ja, quasi auf dem Weg zu dieser Insel. Ja. Okay, willst du, also ich hab. Warte mal gerade. Ich hab zwei Blood Packs und Antibiotics dabei. Nimm du mal noch Morphin mit, falls wir es brauchen, wer weiß. Okay? Morphin, ja, muss ich erst mal gucken, in welchem Truck. Ich hab mein Inventar ist komplett voll. Also, okay, nee, mein Rucksack ist noch Platz, glaube ich. Also. Ich habe noch 11 Plätze Morphin frei. Morphin soll ich mitnehmen. Painkillers brauchen wir nicht, ne? Warte,
Ah, hier ist noch White Screen Glass, Windscreen Glass. Oh. Hier in dem Ural, ich pack's jetzt, nimm's hier raus. Hier ist Windscreen Glass in dem zweiten. Ja, warte, da muss ich erstmal meine. Und Fuel Tank und ein Treibstofftank. Fuel Tank Parts, ja, ja. Ja. Nimm die beiden mal und guck mal, ob du damit den Hubschrauber reparieren kannst. Ich brauch, der Fuel Tank von dem ist doch in Ordnung. Ja, musst du gucken. Musst hier da. Ist das Windscreen Glass. Okay. Ah, hier sind alle Gläser kaputt, Alter. Ja? Ja, 4 Gläser, wir bräuchten eigentlich mehr. Ich kann nicht wieder nicht scrollen, Alter! Meine Fresse. Ich komme einfach nicht bis nach unten. Ich komme nicht bis nach unten. Kann ich mir auf den Kopf stellen, ne? Dann lass mich das machen. Du hast ja keine Toolbox, Peter. Ja, ich nehme die aus deinem Rucksack raus. Geht nicht, du kannst nicht aus meinem Rucksack rausnehmen. Stimmt, dann musst du sie mir geben. Ja, ich bin jetzt schon fast da. Hauptsache der Welt erzählt, ey. Dann hat der Einzige die Toolbox, der nicht mit dem rausholen kann. So ein Glas repariere ich jetzt. Ja. Hier ist auch noch ein Car-Wheel drin, ne? Sonst war nichts kaputt an dem Hubschrauber, ne? Ist mein Windscreen-Glas jetzt weg? Ja. Okay, wenn wir nochmal eins finden, dann machen wir die nächste Scheibe ganz. Guck mal, wie viele Scheiben da noch kaputt sind, bitte. Da kann ich ja nicht sehen, ich habe ja keine Toolbox. Achso, stimmt, dann kannst du das ja auch nicht sehen. Obwohl, safe? Ne, wie war das? Nee, es geht bei Repair-Status, bla bla bla. Ne, kann ich nicht, ich habe keine Toolbox. So, dann fliegen wir jetzt erstmal zum kleinen Airfield. Jo, hast du deine Jerrycans dabei? Ja, beide. Und du hast auch eine, ne? Ja. Wir müssen dran denken, dass wir abwechselnd unsere Jerrycans befüllen, weil sonst wären wir gepickt von Zombies, okay? Ja. Dauert so nicht lang. Ich habe jetzt eben vielleicht 5 oder 6 Mal für das Stück gebraucht, was ich jetzt... Ja, ist ja geil, dass wir wieder drei... Hast du die 5 Liter Fuel Can oder 20 Liter? Die 20. Ja, nice. Wir haben, glaube ich, auch noch 5 Liter Cans, ne? Ja, ich glaube, ich habe einen den Bronk geklaut. So, bin ich mir noch nicht sicher. Jetzt eben gerade? Ja. Also ja, vorhin. Aber ich weiß es nicht genau. Weil ich hatte auf einmal eine mehr als vorher. Player Bronk ist losing connection. Heli. Hier? Ja, da steht ein Heli, Peter. Nice. Ich würde mal sagen, den checken wir jetzt aus und dann schlagen wir den. Oder? Wenn da nichts drin ist, gehört ja auch keiner, dann klauen wir den. Also dann nehmen wir den. Ja, dann nehme ich den mit. Dann lege ich den eben zurück. Dann wartest du kurz hier. Okay, ich bin draußen. Vielleicht müssen wir den erstmal auftanken. Aber der sieht aber ziemlich. Ah, das ist glaube ich Ronks Hubschrauber. Sieht zumindest so aus wie Ronks Hubschrauber. Da sind 2 MK48 drin, M9 SD, Roadflare, 5 DMR Magazine. Das ist Ronks und ein Petrol Pack. Ist der Ronk denn hier? Ne, der hat doch nur Losing Connection gehabt. Nein, der ist ja noch da. Guck doch, der ist ja noch Frag da. Frag dir mal, ob das hier sein Hubschrauber ist. Ich flieg hier schon mal hinter den Hangar. Chill doch mal! Achso, ich dachte. Ja, okay. Ja, dann ist okay, ja, das war seiner.
dafür schon Zombies. Dieser Little Bird lässt sich manchmal so scheiße steuern. Mach den bloß nicht kaputt, Peter. Nein, keine Panik, aber das ist einfach so. Ja, du musst ja auch immer unbedingt ohne Auto rüberfliegen. Lande jetzt, ich brauch die Safe Zone, Mann. Ja, du brauchst immer 10 Stunden zum Landen. Komm runter, ja komm, hier, ja, steh doch. Da. Ist er. Oh, das steht mir gerade. Hast du SD-Munition drin? Nee, eigentlich nicht, obwohl kann sein, ich weiß nicht, ich muss mal kurz checken. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Standard-SD-Magazin. Shit, Motorrad. Ja, hab ich schon gesehen. Also ich mach meine erste voll und du gibst mir erstmal Rückendeckung, ja? Ja, mach ich gerade. Beziehungsweise, hast du nicht zwei drin? Ich hab zwei, ja, dann mach ich die besser erst. Nee, ja, warte, dann gebe ich... Die sind ja auch voll. Ja, hast du nicht noch Platz für eine, dann kannst du direkt alle drei auf einmal auffüllen. Dann muss ich aber meine Sachen ja alle hier rein tun. Ja. Warte kurz. Die meine schon mal auffüllen. Was ist denn hier Gear? Ah, und ich kann die auch nicht aufhören, weil die nicht in meinem Inventar ist. Ah. Wie, die ist nicht in deinem Inventar? Ist die in deinem Rucksack, oder was? Ja, ja. Du schlau manchmal. Hm, warte, dann tue ich, ja, dann muss ich ein Magazin. Mein Bloodbag und mein Antibiotik weg tun. Dann komm mal zu mir. Warte, drop die einfach auf den Boden. Komm, drop die hier. Hier. Sieht man hier gut. Wo bist du, Peter? Neben dir. Nee, du stehst immer am Hubschrauber bei mir. Ja. Du bist so blöd, aber ist okay. Du stehst doch neben mir, oder nicht? Nee, ich stand ganz woanders. Du kannst in meinem Video sehen, dass du gerade rechts neben mir am Hubschrauber standst. Ja, ja, dann hattest du ein Lag anscheinend, oder? Ja. Passiert. Achso, die sind ja voll alle. Ich musste erstmal fuelen jetzt. Gib du schön Deckung, dann passt das. Jo. Es dauert jetzt nur Ewigkeiten, bis ich da überhaupt mal drauf komme, weil das mein Mausrad ist. Das ist eigentlich total dumm, dass ich das mache, ehrlich. Warum? Aber ja, weil, Mausrad, ja, weil es, mir die es 10.000 Jahre dauert, bis ich da unten bin. Warte, jetzt fülle ich den erstmal auf. Ich hatte aber auch nicht dran gedacht. Mhm. Du aber auch nicht, hättest du mir vorher sagen können. Mhm. Warte mal, jetzt steht da... Der wurde nur mit 20 Litern gefuelt. Muss ich die jetzt einzeln fuelen? Ja, du musst die einzeln fuelen. Ach komm, da hab ich keinen Bock drauf. Ich geb dir die jetzt alle drei. Ja. Mach dir Platz, dass du 9 Plätze frei hast. Ja, ich weiß. Aber ich kann dir die auch in deinen Rucksack packen. Hast du Platz in deinem Rucksack? Nee, das ist ja dumm. Leg einfach auf den Boden. Müssen 3 Stück sein. Ah, nicht rappen, aber ist ja egal. Nehme ich mein Zeug wieder hier raus. Warum kann ich die Dinger jetzt nicht nehmen? Was ist das für ein Schossen? Stehen die auf dem Boden, aber ich kann die nicht. Ah, jetzt gehe. Mach das mit G auf jeden Fall. Also, ich stelle mich da oben drauf, dann kann ich besser gucken, ja? Ja, wenn du willst. Dann weiß ich, ob von draußen welche kommen. Wenn ich am Heli bin, bin ich da sowieso in der Safe Zone, von daher ist das egal. Ja, eben. So, dann kann ich besser gucken, ob das kommt. Ich nehme ein Schild auf jeden Fall ein, aber der macht nichts. Boah, hier war gerade wieder so ein Grafikbug. Komisch. Das ist echt doof, ne? Manchmal, dass du denkst, dass ich direkt neben dir stehe, aber da stand ich ganz woanders. Also ich stand halt quasi da, wo du jetzt gerade am Auffüllen bist, weil hier das Terrain halt besser ist, dass die Jerrycans nicht verschwinden oder so im Gras oder so, weißt du? Ja, und bei mir saß du hier halt einfach. Voll behindert, das Spiel manchmal. Eine Folge. Flugschrauber auftaken mal wieder. Wie immer. Ja, es ist immer so spannend. Ich habe schon eben den extra nicht aufgenommen, aber jetzt. Ja. Das ist wieder so.
Hey, wir haben doch einen Werkzeugkasten und eine Windschutzscheibe, ne? Die Windschutzscheibe. Daraus könnten wir uns doch voll den coolen Plasmafernseher bauen. Achso, ja, die Windschutzscheibe habe ich leider nur schon verbaut im Heli. Ja, scheiße, dass du immer so unnötige Sachen damit baust. Achso. Komm, ich muss auf diese Idee. Das ist eine Kuh. Bock, Let's Dream wäre viel geiler. Du sollst nicht so lange draußen sein, Philipp. Die einfach die ganzen Sonntage hier drin verbracht haben und dieses Spiel gezockt haben. Finde ich super nice. I'm proud to be a geek. Ja, ja, also manchmal zweifle ich wirklich an mir selbst. Ja, ich auch, aber egal. So eine verschwendete Lebenszeit, aber eigentlich macht es macht so viel Spaß einfach. Ja. Deshalb, ich will diese Zeit auch nicht missen. Jetzt habe ich schon mal frei die ganze Woche. Jetzt muss ich die auch hart zocken. Sehe ich genauso. Warst du gestern eigentlich noch draußen? Nee. Junge, bist du verrückt? Nee. Ich war nicht draußen. Ich hätte eigentlich rausgehen sollen. Also ich war kurz draußen, einkaufen und so. Ich noch nicht mal, glaube ich. Den ganzen Tag hier. Voller Schwachsinn, dass man die zugleich auffüllen kann, aber nur einzeln leeren kann. Ja, ne, das ist echt dumm. Aber das mit dem Auffüllen vom Benzin, dass das so haarig ist, das habe ich nur irgendwie mit dem Little Bird. Verstehe ich nicht. Mit dem UH geht das viel besser. Da muss ich nicht so weit runterscrollen, ja? Da muss ja, weil der UH, weiß ich nicht. Bei dem muss ja, ich also richtig ganz nicht weit runterscrollen, weißt du? Du hast beim Ural das Gear nicht, bei dem anderen Hubschrauber das Gear nicht mitnehmen. Ja, eben. Das muss halt immer so ganz weit runterscrollen, das fuckt richtig ab. Ich brauche eigentlich Tastenbelegungen. Ne? Okay, voll. Ich mach noch kurz die Dinger voll und dann... Warte, wir checken noch den Tower ab. Ja. Peter, jetzt steck ich hier fest, oder was? Oh. Den musst du da drauf stellen, hinstellen. Ich hab eine unglaubliche Angst vor Leitern in diesem Spiel. Komisch, ja, aber da kannst du nichts brechen. Stell dich, du musst dich hinstellen und dann da drauf stellen. Ja, hab ich auch gemacht jetzt. Nee, bei mir sitzt du da immer noch. Nee, ich bin hier jetzt schon in dem Haus am Looten gerade. Bei mir sitzt du nicht hier im Tower, noch oben ich bin drauf. Nicht im Tower, ich bin im Haus daneben. Du sitzt bei mir noch oben auf der Leiter, echt? Alter. Ich bin neben dir, hinter dir gerade. Ich ziehe gerade auf dich. Nein, hier ist nichts. Du sitzt da oben. Kann es sein, dass du einen scheiß Ping hast gerade? Wo sehe ich das? Weiß ich nicht. Also ich... Ich habe einen 27er Ping. Du hast ja. Einen 85er Ping. Du hast ja einen scheiß Ping von uns. Ja. Ah, jetzt bewegst du dich wieder. Ab in den Tower oder was? Ich bin hier fast am Tower schon. Hier an dem Motorrad. Ja. Achtung, Zombie da vor uns, siehst du? In diesem Buschwerk. Ja, da kreucht und fleucht hinter dem Baum rum. Lass mal links am Tower lang gehen. So, lass einfach mal hier die Treppe hoch. Ich warte aber jetzt, bis du oben bist. Ja. Ich hab einen roten Ping. Ich auch. Oh, ich bin auf der Leiter, scheiße. Ich trau mich nicht, die Leiter hochzugehen. Kann ich nachvollziehen. Oh, wie schön. Leuchtfackeln, die finde ich doch immer cool. Ich sichere einfach die Leiter hier. Ja, tu das. Ist sonst nichts im Tower. Zwei Solarcans. Hier unten liegt noch was.
Ein M17, G17 Magazin. Nimm das mit. Und Schrot. Ja, das nehmen wir ruhig auch mit, der Sven hat den Schrotflinte jetzt. Oh, hier unten ist ein Zombie bei mir drin. Aber der war die längst. Oh, wieso kann ich jetzt wieder nicht zielen? Ja, drück mal einmal mit der linken Maustaste, dann geht das auf einmal wieder, dann richtet er seine Waffe. Dann schießt dich doch. Achso, ja, okay. Dieses Spiel hat zum Glück überhaupt keine Bugs. Der Zombie buggt sich ja auch gerade durch die Gegend, dass ich einfach nicht zielen kann. Stehst du am Eingang, kannst du den Ausgang sehen? Ich stehe an der Treppe. Oben noch? Unten. Ja, warte, weil ich komme jetzt hier raus. Worauf ich den Zombie sehe. Ich hab ihn schon getötet. Achso, gut. Lass mal zurück zum Hubschrauber, hier war nichts. Ja, bin hinter dir. Ich pack die drei Jerrycans jetzt nicht in den Hubschrauber, dann würde ich abstürzen. Dann liegen wir sowieso irgendwo am Arsch der Welt. Bin drin. Ich setze mal noch kurz einen Wegpunkt. Zur Insel willst du fliegen, ja? Dennis? Was? Willst du der Insel fliegen? Ja, wer keinen Sprit verliert, erstmal nach Cerdo, oder? Nee, egal. Guck mal, ob wir ein Windspring-Glas finden. Also Cerdo drauf. Ja, versuch mal da am Hafen direkt zu landen, ne? In dem Industriegebiet. Ja, direkt am Hafen quasi. Ja. Nothing. Was hat er? Trade? Meinst du Try, oder? Trade. Ja, Trade. Quasi tauschen so. Ach so. Dieser Midnight Toker ist mir jetzt schon unsympathisch. Irgendwie. Warum? Der fragt doch nur, ob for you as a friend. Der will sich doch nur mit irgendwem vereinen. Ja, aber irgendwie wird er mir unsympathisch. Döder Bruder. Eine Folge. Gemütlich durch die Gegend fliegen. Vielleicht sehen wir ein paar Helicrashes, aber bisher habe ich nichts gesehen. Ich auch nicht.